Also mir ist eine Riesenehre zuteil geworden, nämlich, dass ich die Collector's Edition von Bungie zugeschickt bekommen habe, um sie für euch auszupacken und zu schauen, was da alles drin ist, um auch einen kleinen Einblick zu gewähren. Und es ist mir wirklich eine Mega-Ehre. Solltet ihr vielleicht doch auf den Geschmack gekommen sein, euch die Collector's Edition zu holen, habe ich einen Link für euch unten, da könnt ihr euch die gerne holen, denn es sind auch nicht mehr so viele verfügbar. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal rein und schauen. Also, ich habe ein Mega-Paket bekommen. Das ist ein bisschen mehr als die Karten letztes Mal und ich bin einfach ultra happy darüber und freue mich mega, ja, dass ich da... Ich muss ja alles ein bisschen richten. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Sorry. Ich freue mich mega, dass ich da angefragt wurde und dass ich überhaupt die Ehre bekommen habe, das zu bekommen. Und dann wird das jetzt mal ausgepackt. Also, wir haben hier einen gut verpackten Karton auf jeden Fall. Dann machen wir den hier. Also, ich muss schon sagen, ich hole das mal kurz zum Vergleich. Das ist doppelt so groß. Und hier war ja dieser Spacefisch drin. Okay, interessant. Hier unten haben wir eine helle Seite. Und hier oben, ja, war interessant. Ja, dann. Das ist vorne. Seite, unten. Vorne Seite und hinten steht drauf, was drin ist. Es rutscht nicht. Es rutscht nicht. Es hängt. Zack. Okay. Ja, dann machen wir die Schatzkiste mal auf. Oh, mit Magnet. Okay. Oh. Vielleicht doch lieber so. Ein bisschen verknickt. Nein, so. Von der Vorhut. Das ist ein Brief von Aido. Vielleicht werde ich das noch vorlesen und ins Video arbeiten, wenn ich es nicht vergesse. Und dann haben wir hier ein Buch. Oh, ein Wappen, aber das ist nicht das Vorhutwappen. Ich glaube, das ist ein Emblem. Dann haben wir hier auch noch. Das ist auch was von den Splicern. Boah, es riecht nach meinem Buch. Richtig schön. Boah, da gibt es viel zu lesen. Ich werde mich da mal durchwühlen. Vielleicht gibt es ja da irgendwelche Informationen, die man halt nur hier bekommt. Das gab es ja schon ein paar Mal, sag ich mal. Wieder schön zu machen. Ich war die ganze Zeit gemutet. Also das hier sieht auch richtig geil aus. Vielleicht sieht man das so ein bisschen. Dann, okay. Wow. Das sind Nudelsuppen-Coupons von Kates Lieblingsrestaurant. Richtig schön. Wie die Leute auf Seoul, also von unserem Sonnensystem. Mit Hoffnung. Was ist das denn hier? Da haben die Splicer-Gefallenen versucht zu unterschreiben. Be brave. Was ist das süß? Noch ein Bild aus der alten Kampagne. Kann man auch was... Oh! Das ist ultra süß. Das ist ultra süß. So viele selbstgemalte Sachen. Als wären das halt so die Kinder und so aus der letzten Stadt, die uns Hütern Danke sagen wollen. Das ist halt einfach süß. Und ja, die Katze liegt gerne in diesem Karton. Denn die Katze hat eigentlich auch einen Kratzbaum. Aber nein, ich bin eine Katze. Ich liebe Kartons. Das ist auch richtig cool gemacht. Das Ding hat einen Lautsprecher. Warum hat das einen Lautsprecher? Okay. Ja.
Also, dass der auch noch Geräusche macht und so die, ja, halt den Destiny-Sound auch so bringt. Und hier haben wir einmal Zavala und Ikora. Aber ich bin der Meinung, dass das ist zwar der Day-1-Tower, also D1-Tower, Entschuldigung. Das ist zwar der D1-Tower, aber ich weiß auch nicht, ich bin der Meinung, dass der ein bisschen anders aussieht, als wie wir ihn kennen. Ich kann mich natürlich auch irren. Also ist eine Riesenehre für mich, dass mir das zugekommen ist. Vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal. Und ich werde mich noch ein bisschen in die Bücher reinsetzen. Gucken, ob ich irgendwas finde. Und ja, wenn ihr euch vielleicht auch dafür interessiert. Es geht jetzt auch nicht um den Turm, sondern auch vielleicht um die Bücher. Es gibt hier auch ein Emblem, es gibt einen Soundtrack. Allgemein die Vorbesteller-Edition, die hat ja auch noch nochmal ein extra Emblem. Dann gibt es ja noch die Exo-Waffe. Und ja, schaut gerne, wenn ihr wollt, unten vorbei. Da habe ich das verlinkt. Ich glaube, es sind gar nicht mehr so viele weltweit verfügbar. Also, wo ich das letzte Mal geschaut habe, waren es nur noch so 100 Stück. Das war vor ein paar Wochen. Und wer einfach so ein bisschen Nostalgie haben will und vor allen Dingen sich halt auch, wie gesagt, über Bücher und sowas freut und über exklusive Inhalte, der sollte sich das auf jeden Fall gönnen. Ich freue mich mega, dass ich die Gelegenheit gehabt habe, jetzt das auszupacken. Es ist das letzte große DLC für diese Saga. 10 Jahre Destiny, was danach kommt, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es danach eine weitere Saga geben wird. Wann und wie lang die geht, wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, dass es jetzt diese Saga endet und es mit Destiny noch viel weitergeht. Ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt auf das DLC The Final Shape und die 3 Episoden, die danach kommen werden. Das muss krachen, sonst haben wir ein Problem. Ja, jetzt am 19. ist ja dann auch um 18 Uhr der Livestream, der erste, der zeigen soll, was denn auch mit Into the Light kommt. Bin ich sehr gespannt. Da wird auf jeden Fall auch ein Video kommen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Nach all den Jahren haben wir nie darüber gesprochen, warum ich dich zurückgebracht habe. Warum du auserwählt wurdest. Die Wahrheit ist, damals wusste ich es nicht. Es war nur ein Gefühl. Aber jetzt weiß ich es. Nach allem, was wir gesehen haben, was wir verloren haben, dieser Kampf könnte unser letzter sein. Darum bitte ich dich, ein letztes Mal, erhebe dich.